Also, herzlich willkommen hier in der Atlantik Kunstgalerie, heute mit einer Präsentation von Matu und seinem Künstlerkollektiv Made Plus, die in einer schönen Werkstätte im Stuttgarter Osten residieren. Dort kann man Siebdrucken, mit Holz arbeiten, malen, seine Bilder rahmen, viele schöne Dinge tun. Und die Jungs haben uns heute eine große, tolle Auswahl über T-Shirts, Buttons, kleine Gehefte, viele Bilder, leuchtende Objekte, kleinste Objekte auf Platten, also die haben uns ganz viele tolle Sachen mitgebracht und die stellen sich jetzt hier ein bisschen bunt vor und wir freuen uns, dass die da sind. Genau, vielen Dank. So. Ja genau, wir sind Made Plus. Schmato sind quasi so der Kern, die Chefs in dem Sinne. Vor ungefähr einem Jahr haben wir einen Lagerraum in Stuttgarter Osten hier Möglichkeit bekommen, den auszuräumen und eine Werkstatt reinzubauen. Und inzwischen ist es auch zum Atelier geworden, weil wir viele Künstler im Freundeskreis haben wir halt irgendwie die Idee gehabt, dass wir Bilderrahmen bauen und für Ausstellungen quasi Bilder bereitstellen und Sachen organisieren und Künstler motivieren und inspirieren, dass sie bei uns kreativ werden können. Ja. Genau, wir haben Siebdruck und T-Shirts gemacht, alles Handarbeit und genau, wir haben 10 Künstler. Also die meisten kommen aus dem Graffiti-Bereich und malen meistens auf der Straße. Und genau diese Künstler haben wir halt an der Ausstellung und Bilder von denen, die man auch zu Hause aufhängen kann. Genau. Ja. Ja, das war's. Die Bilder. Wo genau ist denn die Werkstätte und wie kann man da vorbeikommen und wo findet man da jetzt Info, weil man sagt, mein Lust ist ja cool, ich will da hin. Auf unserer Website. Ja. Ja, unsere Werkstatt ist eigentlich unser Privatbereich, wo wir unsere Kunst machen und genau unsere Sachen findet man dann auf Ausstellungen oder online halt bald. Wir arbeiten gerade an der Website, Instagram haben wir auch, genau. Made.plus heißt wir dort. Und hast du schon gesagt, was wir denn alles machen? Ja, wir haben Siebdruck von Ölmalerei oder Grafikdesign und Chris, unser Grafiker. Ja, Schreiner, du bist ja Schreiner. Schreiner, genau, Holzarbeiten. Schreinerarbeiten, Rahmen bauen, auch andere Künstler. Also mache ich viele Werkzeuge, die wir zum Teil irgendwie haben. Das ist im Kübler Areal. Ja. Was ist das? Ostendstraße, wie viel? Kunst. Das bringt wenig. Agenturstraße, Haltestelle ist das. Gott, also ja, so findet es eigentlich keiner. Also es gibt das Kübler-Areal in Generell Stuttgart ist es, wie gesagt, auch eine geschlossene Werkstatt. Und dann, naja, ihr sagt, ihr habt jetzt ein Holz und Ding. Ja, aber okay. Genau. Ja. Hat noch jemand Fragen dann zur schönen Kunst? Jo. Ja, ja, habt ihr jetzt, so sind das jetzt teils eure Werke, das sind eigene Werke? Werke quasi, ja. Das ist zum Beispiel von Nils Sektarine, ist hier der Kollege, die beiden Bilder sind von Nubi. Dann haben wir dort hinten das Rote und darunter ist das Grafik von Chris, vom Taro Illustration. Hallo. Genau. Also alles verschiedene Künstler. Die Künstler stehen auch immer daneben auf den Zetteln. Wir sind ein Team von 10 Leuten. Also. Würdet ihr noch Sachen zu euren Sachen sagen wollen, dann kommt doch mal vor, ihr anderen drei Künstler. Oh. Ja, also die Bandbreite ist halt sehr breit gefächert. Grafik, Illustrationen, Handwerkliches, klassische Malerei, Graffiti, Street Art, alles was es so gibt. Alles machen wir, alles was Spaß macht. Und ja, wir sind halt so ein loser Zusammenschluss und haben Bock, Projekte zu verwirklichen. Und machen auch gerne Sachen auf Anfragen, wenn jemand irgendwie eine Idee hat. Veranstaltungen. Und ja, also entsteht, kommen immer wieder neue Leute dazu. Ja, so sieht's aus. ja, also hier oben zum Beispiel hängen Bilder von Rosa, die ist gelernte Bühnenmalerin. Geht jetzt auf die Kunstakademie, ist auch noch etwas jünger, aber auf jeden Fall talentiert. Ich glaube, das Thema war irgendwie Durchlässigkeit oder sowas. Und da hat sie ja diese Hände, diese Dinge, die so, weil Hände das sind, mit denen wir halt Dinge erfahren oder fühlen.
vielen Fällen. So. Hier die zwei Augen hier oben und die zwei hier, die von Lars. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ja. Oder eine Inspiration? Also ich mache gerne schwarze Umrandungen, wie man sieht. Also auch hier oben mit dem Astronauten. Ja, ich habe mir irgendwie so das Malen einverleibt durch das Bild hier unten. Habe ich einfach nur Farbe auf dem auf eine Leinwand gemacht und habe angefangen, die schwarz zu umranden. Und ja, so ging das Ganze los. Und mittlerweile sehen die Bilder ein bisschen anders aus. Ja. Also das Bild unten ist eigentlich so der Start. Ja. Mhm. Eigentlich abstrakt angefangen. Genau, und das sind dann jetzt figurative. Genau. Zu ihm, das finde ich anders. Da kann ich nicht viel dazu sagen, wenn er irgendwie was darüber weiß. Das ist gesagt von Dave, oder? Ja. Ja, zieht euch rein. Der Herr Lagerfeld als Frau. ja. Schaut es euch an, stellt Fragen, wenn ihr. Von wem ist das Bild da oben mit dem Text? Das ist von Borner. Borner ist der, ja. Ist auch Musiker. Ja, und halt ich da. Oder nicht? Und vor allem, was man halt irgendwie auch noch vielleicht sagen sollte, ist, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir halt immer auf Flächen suchen. Also wenn ihr irgendwie wisst, wo was gemalt werden will, wo jemand etwas gemalt haben will, sei es vom Club bis privat, Außenwände, so, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und wir haben halt verschiedene Stile und ja, haben Lust, die Welt so ein bisschen bunter zu machen. Ja, und ich finde, das macht uns auch etwas besonderer als andere Künstlerkollektive. Allein dadurch, dass wir so viele verschiedene Stile haben, ist das halt auch sehr breit gefächert, was wir alles machen können und alles, was wir machen. Und da lässt sich viel damit verwirklichen. Sehr schön. Was dabei. Ja, auf jeden Fall. Schwer. Was wir machen, ist hier ein kleines Brettchen. Das war unsere erste Aktion, die wir so gemacht haben. Aber für das Kesselfestival haben wir gedacht, das können wir irgendwie einem Stand anbieten, verkaufen irgendwie. Dann haben wir einfach lauter irgendwelche alten Schrankschnittbände, Bretter und Zeug auseinandergeschnitten. Alle ins ähnliche Format, ein paar größere, ein paar kleinere und alle schön abgeschliffen und den Künstlern ein Paket gegeben. Und jeder Künstler hat quasi wirklich nur für jede Art Brett quasi ein Bildchen drauf gemalt. Mhm. Und da haben wir echt ein Sammelsurium noch an. Weiß nicht, wie viel wir noch haben. Also greift zu, ihr unterstützt unsere Sache und davon können wir Material kaufen und die Werkstatt ausbauen und so weiter. Und, alles unikat. Essen. Die Pläne. Also die Werkstatt ist natürlich irgendwie so ein schon kein jetzt öffentlicher Raum, aber kann vielleicht ja schon irgendwann mal so sein, dass man irgendwie Workshops macht oder dass wenn jemand irgendwie Schreinerarbeiten oder so braucht, dass man dass er halt dann sich an uns wenden kann und man dann halt gemeinsam mit ihm hilft oder dass man ja, sich irgendwie connected. So. Und wie gesagt, am besten einfach über unsere Webseite. Wie heißt die? Madeplus.de oder über Instagram made.plus. Und wer macht jetzt Breakdance? Ja, kommen wir dann. Habt ihr noch Fragen? Ansonsten schaut euch um und kommt gerne auf uns zu. Die waren sind wir gesprächiger. Ich glaube, wir waren alle nicht so ganz drauf vorbereitet, dass wir jetzt hier noch eine Rede halten sollen. Aber man kann sich gerne mit uns unterhalten, wenn es irgendwelche Fragen oder Interessen gibt. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Danke für die Kamera.